So, meine Lieben, na? Hey, der Micha, grüß dich. Long time no see, sozusagen. Ja. Jetzt mal eben hier auf dem anderen Sender was los schicken. Was ist das? Okay, ich muss mal eben kurz mich noch hier um ein Telefonat kümmern. Ich bin jetzt gleich wieder da, das ist relativ dringend und da bleiben, schon mal ein bisschen warm spielen und bis gleich, ne? So, Freunde, jetzt bin ich aber wieder da. Na, geht's euch gut soweit? Alright, 14 Leute. Okay, wieder ein wunderbarer Tag hier im Ruhrgebiet. Heute mal mit einer SG. So. Okay, hallo Therese. Ein quasi neuer Gast.
nicht mehr so aktiv, wenn er eine 5-Tontechnik sehr gilt, um wieder flüssig zu werden. Ja, 5-Tontechnik? Welche 5-Tontechnik, Micha? Jetzt mal eben hier auch noch mit Instagram online, noch mal eben kurz hier ein bisschen. So, Erdbeben bei Instagram. Moment. Warum hält das denn auch hier nicht so, wie ich das eigentlich möchte? Einmal. Ach, immer diese Technik. Meine Frage an euch: Wisst ihr eigentlich eine App, irgendein Programm oder so, mit dem man gleichzeitig auf allen möglichen Plattformen senden kann, also Facebook, Instagram, YouTube etc. Kennt ihr da was? Das würde mir helfen. Ja, also jetzt aber. Einzige, was ich gleich noch brauche, ist eine kalte Fritz-Cola, die hole ich mir aber gleich. Okay, ah, das sieht gut aus. So, wen haben wir da unten? Hi, der Emilio ist auch wieder da. Das ist gut. Ja, also für diejenigen, die mal gucken wollen, wo der bessere Empfang ist, ob hier bei Facebook oder bei Instagram, also bin ich jetzt gerade parallel online. Und also normalerweise geht mir ja oh, warte mal, da sehe ich gerade noch was, was ich verbessern kann. So, mal schauen. Okay. Oh, meine Güte, ey. Sorry, dass das jetzt heute so ein bisschen slapstick-mäßige Ausmaße annimmt hier, bis ich mal das hier auf die Kette gekriegt habe. Ja, Micha, welche 5-Ton-Technik? Ah, Andreas ist auch wieder da. Zita, fein. Super Sprachsound bei Facebook. Oh, okay, cool. Ja, ich habe das Sprachmikrofon ein bisschen lauter gemacht. Dafür den Camper ein bisschen leiser. Ja, letzten Samstag haben wir eine kleine Masterclass irgendwie Fusion-Gitarre gemacht. Und ach, ganz ehrlich gesagt, mir ging es so schlecht, ich habe so Kopfschmerzen gehabt irgendwie, überhaupt gar keinen richtigen Ton irgendwie habe hintereinander gekriegt. Und weil, also ich habe versucht, die Corona-Krise jetzt mal für alles Mögliche irgendwie, also in Richtung Veränderungen mal für mich auszunutzen. Und ich versuche jeden Tag, mich irgendwie sportlich in irgendeiner Art und Weise zu ertüchtigen. Und ja, dann bin ich eine halbe Stunde irgendwie auf dem Crosstrainer gewesen und bin dann auch mit meiner Frau noch knapp 10.000 Schritte gegangen. So, und dann quasi ohne einen Ton
mal vorher gespielt zu haben, fuckt mich irgendwie YouTube auch noch ab. So nach dem Motto, ja, ihr Kanal erfüllt noch nicht die Bedingungen, um von mobilen Geräten zu streamen. Habt ihr das eigentlich auch irgendwie bei Facebook, dass das Bild so alle paar Sekunden so einmal so zittert? Sagt mal eben. Oder habe ich das nur hier? Ist ein bisschen witzig. Ich zähle mal, wie lange. Sekunde 1, 2, 3. Alle 3 Sekunden zittert das Bild einmal bei mir hier. Habt ihr das auch? Okay. Chris, grüß dich. Bild ist auch gut, FB-App, alles klar. Danke, Zita, für die Antwort. Dann muss ich mich einfach nur dran gewöhnen, dass immer hier irgendwie so ein kurzer Flash ist. Ja, wer übt, kann nix. Ja, ist wohl so. Und naja, irgendwie, und da habe ich so eine Rübe gehabt, irgendwie, als wir hier die Session gemacht haben. Das war ein bisschen belastend. Qualität auf Twitter ist besser. Twitter poste ich irgendwie auch so, aber spielverkehrt, ja. Na, also wie gesagt, wenn einer, vielleicht ist ja einer von euch irgendwie so ein Nerd, irgendwie, der sich so mit Streaming und so weiter auskennt. Also ich suche eigentlich ein Programm, was mir ermöglicht, gleichzeitig Apps zu synchronisieren oder Plattformen zu synchronisieren, ne? Dass ich irgendwie nur ein Gerät habe und aber auf Facebook, YouTube, Instagram, Twitter gleichzeitig senden kann. Wenn ihr mir da helfen könntet, irgendwie, vielleicht kennt ihr einen, der einen kennt, der da irgendwie sich auskennt, das würde mir helfen. Naja, okay. Alright, habt ihr irgendwie mit diesem Zittern, das nervt aber kolossal hier. Mal lieber wieder so machen hier unten. Ist das auch? Ja, da unten ist das auch. Ganz witzig, alle 3 Sekunden irgendwie mache ich einmal so bei Insta irgendwie, bei Facebook irgendwie witzig. Will nicht hoffen, dass das irgendwie am Ende auch so ist. Ja, worauf habt ihr Bock heute? Was sollen wir machen? Irgendwie, was habe ich heute schon mit ein paar Gitarrenschülern gemacht, was wir neulich auch schon mal hatten, irgendwie so Quartakkorde. Aber ich würde vielleicht ganz gerne nochmal irgendwie so ein bisschen nachschlagen, was die Fusion-Geschichte am Samstag anging, irgendwie. Ein paar Akkorde gemacht, ne? Und BR 880, okay, Zita, irgendwie, dann gehen wir erstmal auf deinen Wunsch ein. Ne? Du hast so einen Teil gekriegt, cool. Ich benutze das nur relativ oberflächlich, muss ich dir gestehen, weil ich so ein wahnsinnig zwiegespaltenes Verhältnis zum Thema Bedienungsanleitung habe. Also egal, ob das jetzt irgendwie Camper ist oder irgendwie hier die Bosskiste irgendwie oder auch ein Programm, was ich relativ häufig oberflächlich benutze. 180 € ist ein super Kurs. Ist a Band in a Box, super, super Programm. Und naja, also diese Programme, die bieten einem irgendwie immer so, oder auch dieses Gerät, die bieten einem so wahnsinnig viele Optionen. Und ja, ganz ehrlich gesagt, das überfordert mich manchmal irgendwie auch.
einfach. Ne? Und was ich mit dem DR880 mache, ist folgendes: Der hat ja irgendwie 400 paar zerquetschte voreingestellte Grooves. So, und naja, also was ich ganz häufig irgendwie mit meinen Studenten mache, irgendwie, hey, der Thorsten ist auch da, grüß dich. Mit meinen Studenten mache, ist, dass die randommäßig irgendeine Zahl zwischen 1 und 400 sagen müssen. So, und dann geht es dann darum, spontan drauf einzusteigen und dann einen Rhythmusgitarrenpart zu entwickeln. Also das mache ich irgendwie gerne mit denen, und das ist eine super Sache, weil, also ich weiß nicht, wie es euch geht, die dieses Gerät kennen. Ich mag einfach die Grooves, die die schon einprogrammiert haben. Also da stehe ich einfach drauf. Ne? Und das mag ich einfach. Und naja, also und ich lasse mir einfach manchmal von irgendeinem, also so wie ich funktioniere, ist, wenn ich mir überlegen soll, ja, was machst du denn mal? Ah, habe ich auf keine Idee. Und dann kommt das ein bisschen wie beim Flippern. Irgendwie die Kugel läuft, irgendwann denkst du dir, ja, die wird jetzt gleich verschwinden. Und dann ändert sie aus irgendeinem Grund ihren Weg trotzdem nochmal. Und bam, und dann geht das los. Ne? Und so ist das bei mir häufig auch irgendwie. Ne? Ich weiß nicht, habe ich eigentlich angeschlossen? Ja, guck mal. Und naja, ich mag einfach die Großen. Und was ich halt ganz häufig mache, ist, klar, Tempo verändern und Tonart verändern kann man hier durch Key und Tempo machen. Was ich auch ab und zu mal mache, ist einfach mal irgendwie einfach mal mit der Gitarre reinstecken, irgendwie der mal so wie so ein Multi-Effekt drin. Und ja, auch da sind ein paar ganz gute Sounds drin, immer zu den unterschiedlichen Grooves. Was ich so gut wie gar nicht mache, ist irgendwie, dass ich sage, ich ändere mal eine Akkordfolge oder ich gebe da mal irgendwie selbst eine Akkordfolge ein. Also soweit bin ich in das ganze Thema nicht eingedrungen. Was natürlich irgendwie totaler Blödsinn, totaler Murks eigentlich ist, irgendwie, dass ich das nicht gemacht habe, weil dadurch einfach viel Potenzial liegen bleibt. Aber ja, was ich mal eine Weile gemacht habe, ist, wenn man irgendwie so einen MIDI-Looper hat irgendwie oder einen Looper, der auch MIDI-fähig ist irgendwie, dass man eigentlich ganz schön schon mal so Sachen ausarbeiten kann zu einem Groove, mal ein paar Gitarrenparts stacken kann und loopen kann. Also das mache ich eigentlich schon mal ganz gerne irgendwie. Ne? Und ansonsten mag ich einfach die Grooves, die schon drin sind. Und da lasse ich mich einfach irgendwie von anknipsen. Ne? Ich habe ja so vor ein paar Jahren irgendwie häufig eins gemacht. Irgendwie kann man, habe ich hier so bei Facebook hochgeladen, bei YouTube auch irgendwie, immer so zwischen zwei Gitarrenschülern irgendeinen random Groove nehmen und ja, dann einfach irgendwie so First Take mäßig dann ein bisschen was zu googeln, bis der Schüler kam und direkt irgendwie bei YouTube oder bei Facebook hoch irgendwie, ne? Hat schon lange nicht mehr gemacht. Meine Schüler kommen jetzt alle mal pünktlich. Und heute mal eine etwas andere Gitarre als gewöhnlich. Eine SG mitgebracht. Ganz schönes Teilchen. Für ganz kleines Geld irgendwie von meinem ehemaligen Arbeitskollegen Hans gekauft. Er hat da wahnsinnig dran rumgebastelt gehabt, irgendwie. Hat zwei Simon Lang Antiquities reingetan. Und ja, das ist ein Sound, mit dem ich spielen kann. Ja,
Zita, hast du sonst noch irgendwie konkretere Fragen? Das war ja jetzt nur so rein oberflächlich jetzt mal eben von mir, was ich irgendwie mit der Kiste mache. Also vielleicht können wir mal irgendwie über Übungstools irgendwie sprechen. Also der 880, das ist ein tolles Teil. Meiner hält schon ewig, ist auch einigermaßen stabil gebaut. Klar, Pattern irgendwie und die Sounds sind ein paar Nummern viel eventuell. Oh ja, das kann ich dir sagen. Wo ich total gerne mitspiele, ist so zwischen 179 und 179 und 214. Das sind die ganzen Funky Grooves. Also das ist wirklich die Stärke des Geräts irgendwie, ne? Die Funk Grooves, die da drin sind. Hello to South America auf Instagram. So zwischen 100, was habe ich gesagt, 179, 214 sind viele Funk-Grooves irgendwie. Okay. Genau. Und dann sind ein paar ganz schöne lateinamerikanische Dinger dabei. Die sind so. Ich gucke gerade mal hier. Ja, es sind ein paar ganz gute Jazz-Grooves, so um die 240, 200. 50 so in dem Dreh und ja, und dann hier so ab 319, 318 so in dem Dreh, so Bossa Nova Grooves irgendwie, die finde ich eigentlich auch ganz schön. Ne? Yeah, okay, das sind wirklich ganz, ganz gute, also da navigiere ich irgendwie so ein bisschen hin. Und so ganz am Ende sind also hier ab 441 sind so Basisgrooves, irgendwie ganz einfache Achtelgrooves irgendwie und so Shuffles und Sechzehntel Beats und so weiter, irgendwie, also ab 441. Die sind auch irgendwie ganz gut. Yeah. Ja, heute irgendwie mal mit der SG. Früher irgendwie eigentlich gar nie so richtig zu schätzen gewusst irgendwie, aber klingt halt so ein bisschen wie eine Les Paul, so ein bisschen schlanker und so, yeah, okay. Alright, das war das Thema von der Zita. Was haben wir heute noch? Ist notiert die Funk Groups. Okay. Ja, was haben wir heute noch so drauf? Sollen wir noch mal ein bisschen eingehen auf den Fusion Stuff, den wir am Wochenende gemacht haben? Okay. Ist Oldschool, aber cool. Ja, habe ich damit Backing Tracks gemacht. Oft haben nicht mal Schlagzeuger gemerkt, dass es. Gemerkt, dass es ein Drumcomputer war. Ja, also das können diese Boss-Geräte auch irgendwie. Kennt ihr dieses Modern Rock Concepts Video von mir? Ich glaube, die Drums, die da drauf sind, die habe ich damals noch mit dem Vorgänger, mit dem DR550 oder so programmiert. Ne? Wie wäre es mit Chord Extensions? Das ist eine super Frage. Das hat natürlich lange gedauert irgendwie, ne? Und
Ja, aber ja, das klingt, ich finde es wirklich ganz gut, das Ding irgendwie, ne? Gibt es nichts. Alright. Und ja, man kann natürlich wahnsinnig, ich glaube, es gab auch mal sowas wie, wie so ein Forum, wo Leute irgendwie Akkordfolgen, die sie einprogrammiert haben, einfach hochgeladen haben irgendwie und so zum freien Gebrauch für andere. Ne? Yeah, Akkorde, wa? Sascha, Akkorde. Ja, Akkorde ist ja eigentlich irgendwie so mit mein Lieblingsthema. Ne? Ich glaube ja, dass man nur so gut Solo-Gitarre spielen kann, wie es um das Akkordwissen bestellt ist. Das ist so meine Sicht auf die Dinge, ne? Weil wenn man noch nie irgendeinen geilen Akkord-Sound irgendwie gehört hat, dann hat man auch nicht die Fantasie, sowas mal so melodisch dann umzusetzen. Ne? Und ja, es gibt ja eine ganze Reihe Möglichkeiten mit sich des Themas anzunehmen. Also wie man das mit den Akkorden irgendwie so auf dem Griffbrett checken kann. Ne? Und naja, also eine Möglichkeit ist das Cage-System. Ja, dass man also guckt, irgendwie man hat hier die Grundakkorde C, A, G, E und D. Und wie kann ich die einfachen Dur-Akkorde so weit mutieren und verändern, dass ich alle möglichen Akkorde dazu bekomme? So, ne? Und naja, also wenn man so ein bisschen in das Thema eindringen will, dann macht man sich mal eine Liste. Was gibt es denn eigentlich für Akkorde? Es gibt Dur. Matthias, grüß dich. Du bist auch immer regelmäßig dabei, das finde ich gut. Also, was gibt es denn für Akkorde? Wir haben drei Klänge: Dur, Moll, vermindert, übermäßig, Sus 2, Sus 4. Dann haben wir vier Klänge, also sechs Akkorde. Zum Beispiel C6, C-Moll 6, Add9 Akkorde, also C-Moll Add9 oder C-Add9. Dann hätten wir noch verminderte Septakkorde als vier Klänge, fällt mir jetzt gerade so ein. So, und dann kommt, also das sind so welche, die vielleicht so ein bisschen nebenher laufen. Und dann kann man natürlich irgendwie so in die ganz normale ja, in dieses ganz normale Akkordeaufbauschema einsteigen. Sondern okay, vierstimmige Akkorde könnten zum Beispiel auch Septimakkorde sein. Ja, Major 7, Dominant 7, Moll 7, Moll 7, B5, Moll Major 7, Major 7, Kreuz 5. Das sind sechs Typen. Ja. Und ja, und dann kann man einen Schritt weitergehen, nochmal eine Note drauflegen, dann kommt man auf Nonakkorde. So, wieder Major 9, Dominant 9, Moll 9, Moll 7, B5, B9, Major 7, Kreuz 5, Kreuz 9, Quatsch, 9, Moll Major 7, 9. So, dann wieder einen drauf, irgendwie kommt man zu 11er Akkorden. Also, Major 7, Kreuz 11, Dominant 7, 9, 11, Moll 7, 9, 11, was haben wir dann? Moll 7, B5, B9, 11. So, und es wird natürlich, ich bin gleich sitzen geblieben. Haha, sehr gut, Frank. Ey, der Bernie ist auch da. Hör mal, Bernie, schick mir doch mal bitte eine WhatsApp irgendwie, damit wir mal einen Unterrichtstermin vereinbaren können. Ich habe das nicht vergessen, irgendwie. Nur ein bisschen aus dem Auge verloren irgendwie, ne? Kriegen wir bestimmt diese oder nächste Woche mal einen Termin hin. So, also, und dann kann man 13er machen irgendwie, ne? So, und das wächst natürlich alles wahnsinnig an mit diesen Akkorden. Bernardo ist auch wieder da, grüß dich. Ich finde das gut, wir sind wie so ein kleines Trüppchen hier, so, ne?
Gesprächskreisgitarre mit Herrn Fischer. So, und also das, wie viele Typen waren es jetzt irgendwie? Vielleicht so 10, 12, sowas in dem Dreh, ne? Und waren schon ein paar mehr. Naja, und dann könnte man hingehen mal mit alterierten Akkorden. Also erstmal eine Liste machen, was es denn eigentlich für Akkorde gibt. So, das wäre Schritt Nummer 1. So, und und dann kann man sich überlegen, nach was für ein Konzept mache ich das. Und ja, also ich bin ein großer Freund von Caged und von Drop Voicings. Ja, das sind zwei coole Konzepte, mit denen man irgendwie auf eine Menge toller Voicings kommt. Und sollen wir das mal irgendwie mit dem Major 7 Akkord mal machen, mit so einem Plain Old Major 7 Akkord? Also wenn wir jetzt irgendwie einen C-Dur-Dreiklang haben, C-E-G, C-E-G, legen wir eine Septime oben drauf. Septime, also Closed Voicing, also enge Stimmführung wären die Töne C, E, G und H. Okay, also den kann ich aus der C-Form spielen. Ich kann den aus der A-Form spielen. So, dann könnte ich ihn aus der G-Form spielen. Das ist ein bisschen umständlich irgendwie hinzufummeln. Also lassen wir mal unten den Basston weg und spielen den mal hier unten. So, dann haben wir aus der E-Form haben wir eine ganze Reihe Optionen. Einmal wäre das ein populäres Voicing. Das wäre ein populäres Voicing, so 70er Jahre Pornofilm. Aus der D-Form könnten wir auch noch einen Major-7-Akkord ableiten. So, da haben wir schon irgendwie eine ganze Reihe Akkorde. Ne? Also C-Major-7 aus der C-Form, aus der A-Form, aus der G-Form, aus der E-Form, zweimal aus der D-Form. So, und also generell eine ganz gute Grundversorgung ist ja, wenn man jedes Voicing oder jeden Akkordtyp einmal mit dem Grundton auf der E-Seite irgendwie spielen kann, einmal mit dem Grundton auf der A-Seite, einmal mit dem Grundton auf der D-Seite. Na, da könnte man also zum Beispiel dieses Voicing nehmen, man könnte dieses Voicing nehmen und man könnte vielleicht noch dieses hier nehmen. Einmal aus der E-Form, einmal aus der A-Form, einmal aus der D-Form. Son of Love. So, und ja, also das wäre eine Möglichkeit, ne, mit diesem Akkord. Das mal so diese ist im Grunde genommen ist es ja wie immer so ein, also deshalb mache ich das mit dem Page-System auch in so epischer Breite immer. Es ist ja eigentlich nur eine Frage irgendwie, wie kann ich mir ein Suchsystem aufbauen und so eine Suchroutine aufbauen, der ich immer folge, um alle möglichen Akkorde zu entdecken. So, und da finde ich, ist Caged einfach total super. Ne? Und naja, hätten wir also jetzt hier schon mal fünf Voicings. Ne? Wie gesagt, mit drei kommt man im Leben eigentlich auch klar. Aber wenn man ein bisschen tiefer einsteigen will, dann ist Caged so der erste Weg. Ne? Okay. Rede ich einigermaßen nachvollziehbares Zeug? Seid ihr noch bei mir? Seid ihr gut drauf?
Ist denn hier eigentlich? Ey, David. Du hast. David, I still owe you that one Steve Weilig. I'm not forgetting it. I remember it. So, hi. Okay, hallo. So, also, das wäre die erste Möglichkeit. Okay, dann da kommt man schon mal weit mit. Ne? Das kann man, wie gesagt, für alle möglichen anderen Akkorde kann man das adaptieren. Wenn ich jetzt anstatt einem C Major 7 nur einen C6 haben will, der besteht ja aus dem Grundton, aus dem Grundakkord, aus dem Dur-Dreiklang. Dann nehme ich die sechste Note hinzu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, also die Note A. Und dann versuche ich wieder in meine bestehenden Akkorde. Das wieder, bin gerade dazugekommen. Alles verständlich. Ja, Jimmy. So, und dann geht man dieselbe Routine wieder ab. Ne? Für C6, ne? Kann man ja aus der C-Form machen, aus der A-Form. Gibt es eine Möglichkeit, gibt es noch eine andere hier? So, aus der G-Form, aus der E-Form. Wieder zwei und. So, und ich finde gerade irgendwie bei dem C6 kann man das eigentlich irgendwie ganz schön sehen. Die Frage drängt sich natürlich auf, ja, warum soll ich diese ganzen Voicings eigentlich überhaupt lernen? Warum ist das gut, die zu können? Meine Antwort darauf ist, weil jeder dieser Akkorde, selbst wenn es derselbe Akkordtyp ist, eine etwas andere Geschichte erzählt. Ey, na, Katerchen? Wie geht's? Och, hört ihr das? Das Katerchen. Na, mein Freund, wie geht's dir heute so? Wo hast du heute überall schon geschlafen? Was hast du noch für Pläne heute? Noch fressen ist dein nächster Plan? Ja, du, da sieht es jetzt aber gerade schlecht aus mit, ne? Also, weil ich bin hier gerade auf Sendung. Was sagst du dazu? Habt ihr den Kater gehört? Möchtest du mal den anderen Kindern guten Tag sagen? Guck mal. Darf ich vorstellen? Mein allerbester Freund. Ah, jetzt flüchtet er. Komm mal her, du Sack. Komm mal zu mir. Ja, da bist du schon. Ne? Guck mal her. Da ist er. Der Igobert. Hey, guck mal hier. Hallo. Hallo, liebe Kinder. So. Jetzt Abmarsch. So, also mega praktisch, um dir kurz zu sehen, auch nicht weit entfernt. So, wir wollten mal ein Blättchen jetzt. So, sagen wir, ich war, glaube ich, da stehen geblieben, bevor dieses kleine süße Katerchen sich hier einfach mal irgendwie in den Mittelpunkt gedrängt hat. Habt ihr eigentlich Haustiere? Also, oder mögt ihr Tiere? Ich stehe total auf Katzen. Mal, Kater, aber weißt du was? Irgendwie, du kannst jetzt mal damit gewinnen hier. Na, geh mal weg. Weil dieser C6 erzählt die Story ein bisschen anders als der, oder? Als der, oder? Als der. Na, dieses Voicing. Ganz, ganz populäres Voicing für so Rock'n'Roll. Obwohl es fast dasselbe Register ist, ne? Der klingt mehr so ein bisschen. Das wäre mehr ein Akkord für, ne, für ein bisschen Tremolo. Ein bisschen so einen spacigen Sound, ne? Und wenn man jetzt diesen hier nimmt, ne?
was für. Mehr für so ein Jazz-Style, ne? Und ja, also das, ich nenne das immer, dass jeder Akkord, jedes Voicing eine etwas andere Geschichte erzählt. Und naja, jetzt haben hier der Andreas und der Cemek gerade schon einen Begriff gedroppt, hätte jetzt beinahe gesagt, irgendwie einen Begriff gebracht, nämlich Drop Voicings. Ja, also mit den Drop Voicings, irgendwie das ist so ein Begriff, der häufiger schon mal kommt, der auch schon mal für Fragen sorgt. Was ist denn das eigentlich? Das ist so. Wenn wir jetzt einen Dur-Dreiklang haben, den kann man wunderbar umkehren. Glaube ich, letzten Samstag in der Fusion Class auch gemacht. Ne, das ist ja generell irgendwie eine super Sache. Na, also Akkordumkehrung, Dreiklangsumkehrung. Kann ich nur jedem empfehlen, dass er die mal lernt. Also auch mal ruhig für Moll. Oder für übermäßig und so ein Sus-Akkord irgendwie. Prima Sache, einfach zu spielen. So, wenn ich das jetzt mal mit einem. Ach, guck mal, der Heiko. Hey, grüß dich. Dem winke ich jetzt mal zu. So, wenn ich das mit einem Septim-Akkord oder mit einem Major-7-Akkord machen wollte. So, das sind unspielbare Akkorde, also zumindest für mich. Na, also die Töne wären, also vielleicht habt ihr größere Finger als ich, irgendwie E, G, H, C. Na, also geht kaum, ne? Zweite Umkehrung geht. Ey, keine Chance, ne? Das wäre C. Mit H im Bass. Und klar, das sind so diese typischen Holdsworth-Überstreckungsakkorde, ne? Und also erste Grundform würde gehen und mit der Quinte im Bass. In C-Dur auf gar keinen Fall, vielleicht irgendwie hier in G-Dur. Aber naja, irgendwie, also an der Stelle bin ich einfach irgendwie zu klein gebaut. Irgendwie, ne? Ich meine, mit diesen riesen Akkord. Umkehrung irgendwie, also mit diesen Streckungen irgendwie, das kriege ich einfach nicht hin. Ne? So, und obwohl natürlich irgendwie geile Akkorde dabei so, und da kommt jetzt irgendwie das Thema Drop Voicings ins Spiel. So, damit man Akkordumkehrungen auf der Gitarre schön spielen kann, kann man jetzt eins machen. Ich jetzt hier vom C Major 7 ausgehe, dann nehme ich mal die zweite Note, die Terz. Hey, der Manuel, grüß dich. Long time no see. Na, wenn ich jetzt irgendwie C Major 7, das E um eine Oktave
nach oben verschiebe, komme ich auf dieses populäre Volkslied, ne? Also im Grunde genommen C Major 7 aus der A-Form. So, ne? Das könnte man. Das ist ein schönes Voicing. Die Idee ist einfach die Terz, die zwei tiefste Note, einfach oktavieren. So, diese Akkorde, die lassen sich dann nur sehr wohl wieder umkehren. Ne? Ne, ich zeige dir mal für diejenigen, die das noch nie gesehen haben, ich zeige nur mal, wie das geht. Ne? Also, Ausgangspunkt ist die C-Form, enge Stimmlage, also enge Stimmlage auf dem Klavier ganz einfach, auf Gitarre immer schwer. So, also das ist unser Grundakkord. So, jetzt nehmen wir mal die Note, also das E, und oktavieren das. Da könnten wir auch so machen, aber das klingt zu indifferent. So, und den können wir jetzt wieder locker umdrehen. Ne? Also, wenn wir die Terz im Bass haben, hier haben also das Voicing, quasi die Stimmlage ist jetzt folgendermaßen: Grundton, Quinte, Septime, Terz. Also, die Terz ist oben. Ne? So, und jetzt rücke ich das genau alles einen Schritt weiter. Gehe mit der Terz, der Septime, Grundton, Quinte. Also auf jeder Seite gehe ich einen Akkord und weiter. Wunderbares Voicing, ein bisschen schwer zu greifen. Im Grunde genommen so zwei Quint-Power-Chords übereinander. Und okay, wieder einen Schritt weiter gerückt. Klang mit der Septime dann da oben dran und nochmal ein Dur-Dreiklang mit Frau Fischer. Nee. Guten Tag, Frau Fischer, ich bin gerade auf Sendung. Was kann ich für Sie tun? Ja, das ist das Grüne und einmal bräuchte ich Survival Tracks. Schwarzes Buch mit dem Pflaster. Haben wir das? Nein. Ja, alles klar. Dann müssen wir. Ja, ne, also der Andi Hensler, der das bestellt hat irgendwie, der ist auch gerade hier drin. Also Andi dauert ein paar Tage irgendwie. Ne? Also nicht alle Bücher vorrätig. Der lacht sich bestimmt ja. Ziemlich kaputt auf der anderen Seite. Achso, stehe ich gerade? Ja, ich habe ja gesagt, ich bin gerade auf Sendung. Was kann ich für Sie tun? Oh, sorry, habe ich nicht gehört. Ja. Ich hätte eigentlich gedacht, dass wir das Grüne noch haben, aber das Schwarze hätte ich jetzt auch direkt sagen können. Das habe ich noch nie gesehen, eigentlich. Aha. Alright. Also hier zumindest jetzt hier im Außenlager. Ich gucke gleich nochmal bei uns. Okay, im Innenlager, sozusagen. Okay. Alles Gleiche. Schöne Grüße an dieser Woche. Ja, ne? Also, bis gleich. Tschüss. Sorry. So, schöne Grüße von Frau Fischer, ihr habt es gehört. Okay, dann hätten wir also. Aber dieser C Major 7 Akkord erzählt halt eine komplett andere Geschichte als oder als oder als. Und ich finde gerade bei diesen Drop 2 Voicings ist die erste Umkehrung, die mit der Terz Marcel, alles auf Lager, genau. Mit der letzten Umkehrung des Major 7, mit dem Grundton
ganz oben klingt nach Mist vergriffen. Ja, bei Major 7 ist das so angelegt. Aber bei Dominant 7 ist das schon überhaupt ganz anders. Ne? Kennt ihr diese eine Nummer von Selig irgendwie ohne dich oder wie sie heißt? Ne? C-Dur, G-Dur mit H im Bass, also erste Umkehrung. Und dann C7 mit B im Bass. Dann irgendwie zu F-Dur oder F-Dur mit A im Bass sich auflöst. Ne? Also Major 7 ist nicht so cool, aber mit der kleinen Septime im Bass, nur mit einer kleinen Septime im Bass, einer meiner absoluten Lieblingssounds. Na, für diejenigen, die am Samstag auch dabei waren, da haben wir doch hier mit Elban irgendwie was gemacht. Ne? Na, also habe ich, glaube ich, zum weiß nicht, 7000. Mal irgendwie auf Yesterday hingewiesen. Und dass man den Septakkord durch einen Elba setzen kann. Yesterday, all my troubles seem so far away. Na, und da habe ich ja diesen einen Trick gemacht. All my troubles seem so far away. Und habe den quasi umgedreht. Ne? Also nicht D-Dur mit E im Bass, sondern E-Dur mit D im Bass. Das ist genau das. Das ist ein E7 mit der kleinen Septime im Bass. Absoluter Lieblingssound von mir. Na? Also, und das haben wir ja letzten Samstag, glaube ich, dann an ein paar Stellen gemacht, irgendwie bei Yesterday. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as if genau dieser Trick, ne, mit der dominant Septakkord mit der Septime im Bass. Geiler Sound, finde ich. Also mir gefällt es. Wenn euch der nicht gefällt, ey, spielt den nicht. Spiele ich den immer nur alleine. Na, also, okay, also wir waren aber irgendwie ja bei von einer anderen Route gekommen. Also, Extended Chords, Caged. Drop Voicing mäßig, ne? Drop Voicing, weil man dieses Closed Voicing nicht bequem umdrehen kann. Aber er hier, geht gerade noch so, ne? Und ja, also das klingt sehr schön, wenn man den Grundton aber die letzte ist eher nicht so, ihn zu mögen. Ja. Also man kann nicht alles man kann nicht alles warte mal, ich habe da neulich irgendein Stück gefunden, wo das war, wo ich zuerst eigentlich gedacht habe, dass es wieder irgendwie Dominante mit der Terz im Bass war, was dann aber nicht weiß nicht, fällt mir gleich vielleicht noch ein, ne? Naja, und also Drop Voicings, Drop Two, ne, zweite Note, also die Terz nach oben gesetzt. So, und wie übt man die Dinger jetzt? Ja, also das, ich mache immer, also mit Anfängern mache ich immer so eine Übung, die heißt Linienpendel. Also, wo man immer so zwischen Akkorden so hin und her pendelt, ne, kann man auch hier mitmachen.
zweite Runde. So, wenn man jetzt einfach mal irgendwie wieder mal straight Akkorde wechseln möchte, ne? Kann man das so machen irgendwie. Und an sich so ist die große Schwierigkeit beim Akkordspiel ja, dass man versucht ist, die Finger nacheinander aufzusetzen, egal um welchen Akkord es sich so handelt, ne? Und meistens macht man das ja so irgendwie, dass man dann mit dem Zeigefinger anfängt. Und so 1, 2, 3, 4, dann so, je nachdem, wie viele Töne man so unterkriegen muss, dann die nacheinander aufsetzt. Wobei es eigentlich logischer wäre, wenn man vom tiefsten bis zum hohen Ton irgendwie alles aufsetzt. Also sagen wir bei C-Dur 3, 2, 1, 4 oder so. Ne? Aber noch besser ist eigentlich, dass man, wenn man Akkorde üben will, dass man die Hand wegnimmt und dann versucht, alle vier Finger gleichzeitig aufzulegen. Na, also weg, auflegen, weg, auflegen, weg, auflegen, weg, auflegen. Und nicht irgendwie so nacheinander. Das ist eigentlich gar nicht, ist eigentlich gar nicht so gut. Ne? So, und ja, also da haben wir, wie viel Major 7 Voicings haben wir dann jetzt schon irgendwie? 1, 2, 3, immer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das eine tödliche 7, dann 8, 9 und Nummer 10. Schon bei 10 Voicings für 10 Major 7. Ne? So, und dann könnte man jetzt eins machen, dass man, ist überhaupt eine generell gute Idee, und ich versuche der so möglichst oft zu folgen, dass man einfach Dinge, wenn man die auf irgendeinem Seitensatz irgendwie, wenn man die spielen kann, dass ich versuche, die auf andere Seitensätze so eins zu eins zu übertragen. Das fängt mit so kleinen Licks an. Ne, und weil sie hat natürlich, das kann man unendlich ausbauen. Und naja, mit den Akkorden machen wir es jetzt auch mal. Ne? Wenn wir jetzt irgendwie mal diese Voicing-Struktur, also gut, dann müssen wir auflegen der Finger, danke. Ja, also wegnehmen, wegnehmen, nicht nach, also den hier nacheinander aufzulegen, irgendwie, also 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, geht gar nicht, ne? Und auch irgendwie von tief nach hoch ist irgendwie, ne? Also schwierig, direkt wegnehmen, man kann das auch vorüben im Kopf, wegnehmen, auflegen, wegnehmen, auflegen, wegnehmen, 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 wegnehmen. Ne? Und auch wenn er mal kurz einmal daneben liegt, irgendwie drauf geschissen, ne? Geht beim nächsten Mal geht es wieder besser. So, und jetzt nehmen wir mal genau hier diese Ansammlung an Tönen, allgemein, oder die Reihenfolge, die Anordnung der Töne, allgemein Voicing genannt. Das verschieben wir jetzt einfach mit dem Grundton auf eine andere Seite. Und dann haben wir das Voicing basierend auf der D-Form. Na, dieselbe Ansammlung von Tönen. C, G, H, E, C, G, H, E. Na? So, und die lassen sich natürlich auch wieder schön umkehren. Na, also mit der Terz im Bass.
Also analog zu dem hier. Selbe Voicing. Machst du auch mal die 6 rein oder bleibst du bei der großen Septime? Jetzt gerade mache ich nur die große Septime. Also Sechstakkorde, Add-9-Akkorde und so weiter kann man natürlich auch so dropmäßig umkehren. Klar, kann man machen. Ne? Also das ist durchaus möglich. Ne? So, wenn ich jetzt hier auf dem Satz bin. Wunderbares Voicing. Erzähle ich gleich noch was zu diesem Voicing. Ja, dann das Ding, was wir vorhin schon mal aus der G-Form hatten. Und dieses Voicing ist eigentlich meine Erstberührung gewesen mit dem Thema Drop Voicings, also dass ich irgendwie wirklich mal danach gesucht habe, Moment, woher kommt denn dieses Voicing? Und zwar kennt ihr bestimmt von Joe Satriani, dieser hat ja mal nach der Surfing mit der Indian-Platte hat er ja mal so eine EP gemacht, Dreaming Number 11. Wunderbares Satriani-Stückchen drauf. Natürlich jetzt vollkommen dilettantisch von mir gespielt, ne? Aber nur damit ihr. Okay, und dann kommt der B-Teil. Und ich so, und alle, ey, was ist das für ein Akkord? So, was haben wir hier? F Major 7 mit einem Bass, ne? Jetzt spiele ich das mal richtig. Und danach E-Moll 7. Erste Umkehrung. So G6, ne? Was für ein schöner Sound. Tierisches Voicing finde ich irgendwie und so, boah, so ein, also mehr Melancholie, mehr Sehnsucht geht kaum. Ne? So, apropos Sehnsucht, Moment. Holen wir eben kurz was zum Trinken, ne? Bis gleich.
So, da sind wir wieder. Stößchen. So, und okay, da hätten wir also nochmal dieselbe. Hab ihn auf der Bumper Score das erste Mal gehört und rausgehört. Ja, sehr cool. Super Voicing einfach, ne? So, da haben wir irgendwie gerade waren wir bei 10, der war schon dabei. Da haben wir Voicing Nummer 11 für C Major 7, Nummer 12 und Nummer 13. Ja, genau, ne? Also, Jack, da sagst du was. Einfach mal ein bisschen Chorus anmachen, meinst du? Und Delay irgendwie, ne? Yeah. Ich gebe dir absolut recht. Akkord, der nach Chorus schreit. Ja. Okay, alright. So, dann haben wir jetzt schon, wie viel waren es? Irgendwie 10, 11, 12, ne? So, und jetzt könnte man das auch noch mal irgendwie auf dem tieferen Saitenpärchen machen, ne? Ne, also dasselbe Voicing. Auch noch mal einen Seitensatz tiefer. So, ist natürlich vom Sound so ein ganz klein bisschen suboptimal, sagen wir mal. Ne, aber die Akkorde könnten natürlich bleiben. Wieder hier E, A. Mal eben hier die. Ach nein, fuck. Wieder einen Fehler gemacht, ich Trollo. Naja. So, und also klar kann man machen, ne? Deshalb. Zweite Umkehrung und dritte Umkehrung. Naja, also auf dem unteren Seitenpärchen, ihr merkt. Bisschen geiler, wenn er hier oben so wenn er auf den höheren Das ist übrigens keine verkehrte Idee zum Akkorde üben oder generell zum Üben, dass man halt eine Struktur, also von mir aus jetzt diesen Akkord. Einfach mal auf alle Ah, die RP Jam ist auch da. Und Alexander Dimov, einer meiner All-Time-Favorite Gitarrenstudenten von der RP Jam. Grüß dich, Digga, na, was geht bei dir? Na, also, das ist keine verkehrte Idee. Akkorde auch mal so zu üben. Einfach mal zu üben. Wie kann ich das auf unterschiedlichen Saiten paaren? Spielen. Ne? Und sich dann entscheiden, auf welchem Saitenpaar mache ich es eigentlich? Wo gefällt mir der Sound am besten? Ne? Also, das ist ja genauso wie mit einfachen Blueslicks. Ist
Zieh mir alles rein. Ja. Yeah. Also, wenn ich jetzt diesen kleinen Blueslick habe, so, der klingt da relativ geläufig. Hier oben klingt ein bisschen hell und ein bisschen spröde. Eigentlich am besten klingt er hier auf der A- und D-Seite, finde ich. Klingt ja schön hölzern, ne? So, und genau das gleiche kann man mit Akkorden auch machen, ne? So, alright. Ein anderes populäres Voicing ist ja dieses Voicing für eine C-Major-7. Nicht so oft gespielt werden, der geht recht zickig. So, okay, anderes populäres Voicing aus der E-Form. So eher mehr sowas für vielleicht so eine Jazzbegleitung, wo man eine kleine Besetzung hat, weil hier der Akkord, der Basston so ein bisschen voneinander entfernt sind. Klingt das ganz gut. Nice. Ganz populäres Voicing. So, da haben wir jetzt eins, haben wir jetzt nicht nur hier oben die Terzenoktave nach oben genommen, sondern auch die Quinte. So, und auch hier, die lassen sich auch wieder ganz schön. Toni, vielen Dank. Auch die lassen sich wieder ganz schön umkehren. Erste Umkehrung haben wir hier mit dem E im Bass. Also die Idee ist, wir haben hier ein Voicing, Grundton, Septime, Terz, Quinte. So, und jetzt gehen wir immer, rücken wir einen Schritt quasi zur Seite. Haben wir den Terz, Grundton, Quinte, Septime. Mit der Quinte im Bass, da finde ich irgendwie bei Drop 3 Voicings, das sind eigentlich die Matchwinner. Septime wieder im Bass, geht so. Eine kleine Septime ist ein bisschen einfacher im Sound. So, dann haben wir und wie viele Voicings hatten wir denn? Wir hatten gerade 12, glaube ich, ne? 12, 10, 12, 13, ne? So, dann haben wir Nummer 14, wir hätten Nummer 15 und wir hätten Nummer 16. Und auch der hier, ganz normales C-Major-7 Voicing, aber die Geschichte ist halt einfach anders als die Geschichte dieses Akkordes. Sehr schön solistisch einsetzen. Ja, gut für Bassstimmführung, genau. Ne? Also kann man auch sehr schön solistisch einsetzen. Bei
Weil es verbietet einem ja niemand, diesen Akkord nicht auch mal als Melodie zu spielen, ne? Na, macht man ja mit solchen Arpeggien auch, ne? Ne, kann man ganz schön machen. Und ja, also diese Akkorde werden Dur 3 Akkorde genannt. Also hier unten klingt das so ein bisschen gedrungen. In der Tonart, also in G klingt der super. Ne? Und Cemek, du hast gerade gefragt, ob ich auch mal die Sechste dazu nehme. Ja, wenn sich das anbietet, dass man zum Beispiel durch eine Leerseite oder so die Sechste noch mit dazu nimmt. Hätten wir zum Beispiel bei G Major 7, ne, Drop 3, zweite Umkehrung. Dann könnten wir die hohe E-Seite mit dazu nehmen. Ne? Hoffentlich schnellstens an der RPM in Gießen. Ja, bis bald mal wieder. Ne? Also, ja, RB Jam irgendwie in der Rockpop Jazz Academy of Music in Gießen. Dreijährige Berufsfachschule für diejenigen Leute, die es wirklich wissen wollen. Ja, da machen wir auch so einen Kram hier. Ne? Also, it's good stuff. Jo, und ja, seit ein paar Wochen irgendwie fällt da natürlich auch der Unterricht aus irgendwie, ne? Und ich mache alles hier online-mäßig. Und ja, wollen wir hoffen, dass sich das eines Tages wieder mal verändert, nicht wahr? Ja, okay, also das wären jetzt irgendwie, wie ist der eine Kollege, der das früher noch wissen wollte? Ist überhaupt noch da? Salut Marcel, habe ich gerade ganz. Wo ist er denn jetzt? Sascha, genau. Sascha Haple. Bist du noch da, Sascha? Also so, das wäre jetzt das, was mir so für einen relativ einfachen, erweiterten Akkord wie ein C Major 7 irgendwie einfallen würde. Und ja, diejenigen, die jetzt so denken, irgendwie, oh Gott, ich wusste, dass ich das mit diesen Jazz-Akkorden irgendwie nie hinkriege. Könnt ihr euch natürlich alle irgendwie entspannen und mal irgendwie richtig tief durch den Schritt einatmen. Also man kommt mit drei Voicings, kommt man locker klar. Ne? Also Grundton auf der E-Seite, Grundton auf der A-Seite, Grundton auf der D-Seite. Kommt man super mit klar. Drei unterschiedliche Klänge von den Voicings. Aber wenn man ein bisschen deeper gehen möchte und ja, einfach mal andere Klänge in sein Spektrum aufnehmen möchte, ist das eine super Sache mit den Drop Voicings. Ne? Ja, okay. Was ich persönlich irgendwie nur relativ selektiv spiele, sind Drop 3 Voicings mit dem Grundton auf der A-Seite. Das einzige Voicing, was ich da tatsächlich irgendwie oft spiele, ist Moll 7. Sagen wir mal, also ich jetzt hier ein D-Moll 7 hätte. Ne, Drop 3, also Grundton, Septime, Terz, Quinte.
Den spiele ich auch gerne hier mit dem Grundton auf der A-Seite. Ja, also das diesen Move, den mache ich ganz gerne. Aber wenn ich jetzt irgendwie jetzt hier mal C spiele, irgendwie, also ich finde die Akkorde, die klingen irgendwie nicht so gut. Ja? Der klingt irgendwie, also der klingt jetzt mit dem Grundton unten auf der E-Seite. Der klingt irgendwie attraktiver, finde ich, als wenn ich den jetzt mit dem Grundton auf der A-Seite spiele. Ne? Achso, und welchen ich auch manchmal nehme, ist Moll 7b5. Ne? Jetzt D-Moll 7b5 nehmen zum Beispiel. Ne? Also das Voicing. Name that song. Von wem war das? We fell in love, but what did we know? Is it the past? Das jemand oder konnte das jemand erkennen zufällig? Eine meiner Lieblingsplatten, die war neulich nicht in der Kiste drin, weil ich sie irgendwo rumliegen hatte. Ja, hier der C7 Drop 3 mit B, was ist nicht, also ist ein super Akkord. Na, also super Teil. Ne? Ich war immer so ein mit den, da ist er ja wieder. Genau. Richtig, Tobi. Tonight you belong to me. Richtig. Paul Stanley. Genau, so, ja, coole Akkorde und manchmal ergibt sich das ja von alleine irgendwie, so welche Akkordvoicing man nimmt, wenn man irgendwie so Strategien im Kopf hat, was weiß ich. Ihr könnt euch wohl noch an diese Selignummer erinnern, die grundlegende Akkordfolge ist eigentlich. Also C-Dur zu G-Dur zu C-Dur zu F-Dur. So, wenn man das jetzt ein bisschen auffrischen möchte, weil man zum Beispiel möchte, dass man eine chromatische Bassfigur ab jetzt hat, dann kommen auf einmal so ganz automatisch solche Akkorde dann zustande. Ne? Ja, okay, also Caged, wenn man das drauf hat, irgendwie mit Drop Voicings, wenn man ein bisschen deeper einsteigen möchte, das ist super. Ne? Und also, wie gesagt, man muss das nicht machen. Also ich finde, wenn man drei Voicings kann, kommt man ganz gut klar. Aber wenn man ein bisschen deeper gehen möchte, dann, dann ist das irgendwie... Das ist ja cool. Und wie gesagt, wir waren ja gerade hier, ich war gerade bei Drop 3 auf der A-Seite irgendwie. Ne? Also das sind irgendwie merkwürdige Akkorde für
ich irgendwie. Ne? Also, ich mag die irgendwie. Okay, der geht irgendwie, ne? Aber, naja, also, die nutze ich irgendwie nicht so. Gefällt mir so, vom Sound gefällt mir das besser, wenn der Bass auf der tiefen E-Seite ist. Ne? Ja. Okay, jetzt für alle Hardcore-Typen unter euch, ne? Die Antwort ist ja. Und die Frage, die sich der eine oder andere jetzt vielleicht gestellt hat, irgendwie, kann man das denn eigentlich mit allen Akkordtypen machen? Na, und da ist es halt irgendwie, da fängt es an, interessant zu werden. Ne? Also Schritt 1 wäre, vorhin habe ich das mit einem Sechs-Akkord gemacht. Ne? Dasselbe mal mit dem Septimakkord. Ganz nicer Akkord, den ich irgendwie neulich mal für mich wieder entdeckt habe. Ist der vierte, 16., 17. Major 7 Akkord. Habe ich mich drüber gefreut über den Akkord. Ja, und dann irgendwie, wenn man das mit. Na, auch immer wieder hin und her pendeln. Na, immer hin und her. Da kriegt man die Dinger schon ein bisschen in die Finger. Und mit den Drop Voicings funktioniert das natürlich auch. Ne? Also jetzt anstatt C Major 7 nehmen, C Dominant 7 nehmen. Erste Umkehrung. Also, ihr merkt irgendwie, man kann eine ganze Menge mit Akkorden machen. Ja. Sascha, Alter, bist du noch am Start? Oder bist du irgendwie schreiend raus gerannt? Muss mal irgendwie hier. Ach, guck mal, der Thomas Jordan ist da. Hey, na? Old friend, wie geht's? Okay, also Sascha, ich weiß nicht, ob du jetzt schon wieder irgendwie abgetaucht bist oder ob du noch am Start bist. Also, das wäre jetzt erstmal das, was mir so zum Thema erweiterte Akkorde so spontan einfällt. Relativ kurze Antwort, hat auch nur ungefähr eine Stunde gedauert, ne? Okay. 2-5-1 durch den Quintenzirkel macht Spaß. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gar nicht so ein. Ich habe das. Vielleicht ist das auch was irgendwie, wo ich die Mühe gescheut habe, wo ich die Mühe gescheut habe irgendwie. Aber ich habe mich eigentlich nie diesen Übungen so ausgesetzt, irgendwie alles immer durch den Quintenzirkel spielen zu müssen. Das ist natürlich irgendwie, wenn man nichts zu tun hat und so irgendwie oder richtig deep gehen will,
kann das sicherlich irgendwie ganz gut sein. Aber ich habe das Gefühl, ich komme auch klar irgendwie, obwohl ich das vielleicht nie gemacht habe. Ne, weil so viele Tonarten, die man so im Quintenzirkel dann irgendwie zwangsläufig erwischt, irgendwie sind, haben eigentlich gar nicht so eine hohe Relevanz irgendwie für die Gitarre. Und naja, also das ist so eine Sache irgendwie, also ist auch ein bisschen eine Altersfrage. Irgendwie, wofür man seine Zeit irgendwie im Leben irgendwie so investiert, ne? Und was man dann irgendwie so, was man dann so übt, ne? Da fällt mir gerade ein. Wäre das nicht eigentlich irgendwie auch ein ganz schönes Thema für eine Masterclass am Samstag? Effektives Üben, weil wir haben jetzt schon irgendwie eine ganze Menge Stuff hier so gemacht, habe ich das Gefühl. Ja, also. Was fällt mir gerade ein? Wie könnte man so machen irgendwie? Also, wenn ich 30 Minuten Übungszeit habe, was kann ich dann machen? Wenn ich 60 Minuten habe, wenn ich 90 Minuten habe, wenn ich unendlich viel Zeit habe. Das könnten wir vielleicht mal machen, ne? Also, habt ihr da Bock drauf? Ja, also das wäre doch vielleicht irgendwie mal eine ganz gute Idee, oder? Na, also ja, und wie gesagt, 2-5-1 durch den Quintenzirkel irgendwie, ja, klar kann man sowas üben irgendwie, aber also, Jamel, ich weiß ja, dass du irgendwie einfach ein verrückter Hund bist irgendwie, ne? Und wenn dir das Spaß macht, kriege ich Angst vor dir. Klingt super. Übezeit richtig einteilen. Ja. Also überlegt es euch, ne? Freitag ist Feiertag, glaube ich. Muss ich mich mal ein bisschen um ein paar andere Dinge kümmern. Ja, könnt ihr euch überlegen. Was wir Samstag machen, aber irgendwie mal so Übungsideen. Das wäre vielleicht keine verkehrte Sache, ne? Alright, so. Übezeit richtig einhalten. Ja, Olaf, ne? Ey, das ist wirklich so eine Sache, ne? Ich meine, vielleicht machen wir es ja am Samstag auch nicht, weil ihr noch irgendwie ein geileres Thema habt, irgendwie, ne? Aber ich finde ja wichtig, ich schließe mich hier einmal an. Okay. Okay, Holger. Also, ich finde ja mit dem Üben, also Üben ist geil. Also wenn ich so ganz normal so Freestyle lebe, wie ich so lebe, also ich versuche eigentlich jeden Tag irgendwas an der Gitarre zu entdecken, was ich entweder noch nie vorher in den Fingern hatte oder etwas wieder zu entdecken, was ich so zwischenzeitlich schon wieder vergessen hatte. Na, also, und wenn das muss nicht jedes Mal irgendwie so diese Riesen-Revelation sein. Aber wenn es irgendwie was ist, wo ich mich dann ein bisschen drüber freue, wenn es irgendwie vielleicht bestenfalls noch irgendwie haften bleibt, ja, da freue ich mich irgendwie. Es ist ein guter Tag gewesen. Na, also, so wie mein Leben irgendwie vor Situationen angelegt war. War das so irgendwie, dass ich arbeite immer relativ viel und lange abends. Ne? Also alles, was man zum Beispiel von mir
anfassen kann. Und ich meine jetzt nicht irgendwie so Körperregion von mir, ne? Sondern so Projekte, Produkte, irgendwie so Bücher, Platten, alles Mögliche. Das ist eigentlich alles, also zum großen Teil irgendwie so ab 21 Uhr abends entstanden. So zwischen 21 und 2 Uhr. Das ist eigentlich so eine, zumindest früher so eine Zeit gewesen, irgendwie, wo ich irgendwie meine Ruhe hatte, weil meine Kinder irgendwie dann auch schon abgetaucht waren irgendwie und ja, das Telefon klingelte nicht mehr und so. Und ich hatte auch das Gefühl, so für Audioaufnahmen und so weiter, dass der Strom in der Gegend, in der ich gewohnt habe, irgendwie besser war. Naja, also, und ich mag das, wenn eigentlich alles andere so ein bisschen runterfährt. Und irgendwie, man ist da so ein bisschen unbeobachtet. Das finde ich ganz gut. Und also ich mag das eben, wenn alle Leute schon so irgendwie am Pennen sind und so, dann so meinen Stuff zu machen. Ne? Und naja, also mein Leben jetzt sieht ein bisschen anders aus, als außerhalb von, ja, zieht er die Situation. Los, schlecht, wenn man am nächsten Tag arbeitet. Ja, also irgendwie, ey, ich meine, das ist ja nicht so, als ob ich irgendwie in einem Elfenbeinturm lebe. Aber so früher irgendwie, ich habe zwei Söhne irgendwie, die sind jetzt schon fast erwachsen irgendwie, ne? Also der eine wird 19 und der andere wird 22 dieses Jahr. Und also, wenn man jetzt ein bisschen zurückrechnet, irgendwie 22 Jahre her, in welcher Buchproduktion ich dann da war, irgendwie, ne? Naja, also, das ist natürlich so, dass ich bis abends irgendwie, die Nächte werden dann einfach kürzer. Die Nächte werden kürzer, schlecht auch, wenn man in der Wohnung lebt, von wegen der Nachbarn. Ja, das ist natürlich, das ist auch eine Sache, das ist klar irgendwie. Wobei, also, ich den größten Teil meiner Übungszeit, meiner Lebensübungszeit, Matthias, den hab ich unverstärkt geübt. Ich stehe da total drauf irgendwie, ne? Gitarre so zum Klingen zu bringen, irgendwie, ne? Ohne irgendwie Effekt und so weiter und so fort. Guck mal, das ist zum Beispiel irgendwie, also der Akkord, ich springe gerade so ein bisschen im Brain. Was für ein schöner Major 7-Akkord. So, den kannte ich schon, aber den hier oben so zu spielen. Also so habe ich den noch nie gespielt. So mein Ding für heute, ne? Auf jeden Fall. So alles, was ich so produziert habe, eigentlich so in der Nacht, so zwischen 9 und 2. Mein Leben jetzt sieht ein bisschen anders aus irgendwie. Und man schläft halt einfach weniger, wenn man irgendwie morgens raus muss irgendwie. Oder wenn einen die Kinder irgendwie auf Trab halten und so. Ne? Das ist ganz klar. Ist ja auch deren gutes Recht, ist auch deren Job, irgendwie die Alten auf Trab zu halten. Und naja, so wie mein Leben jetzt ist, ist es so, dass ich vor Situationen eigentlich so drei Vormittage hatte, drei, vier, eigentlich, also sagen wir mal dreieinhalb Vormittage hatte, wo ich irgendwie so 2, 3 Stunden Zwiegespräch mit meiner Gitarre habe. Ja, und ja, das ist was, wenn ich das mal nicht habe, muss leider weg, vielen Dank. Ja, zieht er gerne. Also ich bin auch jetzt gleich
In ein paar Minuten bin ich weg irgendwie, weil die nächste Online-Lesson auf mich wartet. Bis bald. Tschüss. Wenn ich das nicht habe, also jetzt über längere Zeit nicht habe, also auch selbst so im Urlaub oder so irgendwie, ne, dann bin ich doch etwas unausgeglichen. Und manche Leute, die, wenn die anfangen so mit Sport machen und so weiter irgendwie, und wenn die nicht ihre 150 Kilometer in der Woche irgendwie so weggejoggt haben irgendwie oder 200 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren sind oder weiß der Geier was, dann sind die so ein bisschen unausgeglichen. Und bei mir ist das so, ich bin dann nicht zornig oder so, aber mir fehlt einfach irgendwie das Gitarrespiel. Ich spiele einfach so wahnsinnig gerne. Ciao, Olaf, bis bald. Ich spiele einfach so wahnsinnig gerne irgendwie und ich freue mich über jede Sache, die ich an der Gitarre entdecke. Oh, guck mal. Neues C-Major-7-Voicing. Bonjour. Eigentlich wäre es noch besser so. Nee. Also das brauche ich irgendwie und weil ich persönlich sehe mich noch lange, lange, lange nicht irgendwie am Ende der Entwicklung. Es gibt so wahnsinnig viele Dinge, die ich geil finde auf der Gitarre, die ich noch vertiefen möchte und so. Und ich freue mich auch irgendwie, wenn ich einfach die Dinge, die ich schon mal so gelernt habe und geübt habe, irgendwie, dass ich die wieder reanimieren oder so ein bisschen warm halten kann. Das ist irgendwie cool für mich. Ne? Das ist irgendwie so mein Ding. Also Gitarre spielen habe ich das Gefühl. Das ist so mein Ding. Ne? Dabei eine Fritz-Cola trinken. So am Nachmittag. Ich trinke eine Cola am Tag. Also. Früher immer die Cola, die mit C anfängt. Und seit ein paar Jahren bin ich irgendwie wirklich auf nicht so auf Fritz-Cola eingestiegen. Ne? Also mein Flehen würde ich auch noch mal erneuern. Also Gitarren-Endorsements etc. Der ganze Kram interessiert mich alles nicht mehr. Aber ein Endorsement mit Fritz-Cola. Das wäre doch was irgendwie. Da hätte ich Pläsier dran. Ne? Bis demnächst in diesem Theater. Yeah. Na, also, hat sich heute so ergeben, dass wir 2 Stunden Zeit hatten, vielleicht am Mittwoch wieder. Na, also, die Stammgäste sind ja sowieso dankenswerterweise immer am Start. Ja, also, wie gesagt, jetzt nicht falsch verstehen irgendwie, ne? Also, das soll kein Fritz-Cola warte auf mich. Wenn ich aus der Badewanne raus bin. Oh, Marcel, irgendwie, ne? Oh, diese Bilder wieder aus dem Kopf kriegen, irgendwie, ne? Dass du in der Badewanne liegst, irgendwie, und irgendwie. Ne? Ja, weiß nicht. Weißes Pony auf grüner Wiese. Also muss ich das Bild erstmal aus meinem Kopf kriegen, irgendwie, ne? Yeah, aber auch das wird mir wahrscheinlich noch. Leute, gehabt euch wohl. Be real.
Und wir sehen uns vielleicht am Mittwoch. Würde ich fast vielleicht mal von ausgehen. Mittwoch, vielleicht so von 3 bis 5. Ne? Ach so, was ich gerade sagen wollte, bevor mich Marcel irgendwie abgelenkt hat. Ja, also überlegt euch doch mal, ob ihr vielleicht auch den YouTube-Kanal irgendwie mal abonniert. Ich werde jetzt gleich irgendwie eine Rutsche Skype-Lessons noch geben. Also, wenn ihr da auch Bock drauf habt, schickt mir einfach eine Nachricht an skypelessons@peterfischer.info. Ja, und ansonsten, ja, benehmt euch. Und wir sehen uns Mittwoch und wahrscheinlich am, ich würde mal sagen, am Samstag irgendwie. Samstag mal eine Masterclass zum Thema Üben. Ich glaube, das wäre vielleicht nicht so schlecht. Ne? Alright, Peoples, dann lasst euch gut gehen. In diesem Sinne, tschüss.